Ja, Servus YouTube, hallo und willkommen zur Benatix. Und heute gibt es ein kleines, ja, Commentary hier auf meinem Kanal wieder. Nach circa einer Woche hab ein bisschen Real Life rumgekurvt und so, wortwörtlich, also ein bisschen Motorrad gefahren etc. Und ja, hab mir mal gedacht, ach, schmeißt ja einfach mal Ghost rein. Und ja, gleich beim ersten Game, das war hier mit, ich weiß nicht, ob er Abonnent ist, auf jeden Fall einer von Facebook, von meinem Abonnenten-Account, hat geschrieben, hier komm, lass mal zusammen spielen. Ist so, ja, okay, hier komm, ich add dich, schreib mir Nachricht, bla bla. Und ja, dann haben wir gespielt und dann, Alter, bin ich hier abgegangen, ja. Das Gameplay ist auf der Map Warhawk gespielt, musste ich gerade nochmal extra nachgucken, bevor ich euch hier was anderes erzähle, weil ich spiele das Game eigentlich jetzt so nicht. Und ja, ich habe innerhalb von knappen 6 Minuten 40 Kills gemacht und 2 Tode kassiert, der letzte Tod. Ja, was heißt der letzte Tod? Der letzte Tod in dieser Halbzeit, also das ist jetzt nur die erste Halbzeit, weil zweite Halbzeit halt komplett verkackt. Ich glaube, am Ende hatte ich einen 72 zu 9 oder sowas und da habe ich mir gedacht, brauchst nicht wirklich bringen, weil das ging auch nochmal 6 Minuten, beziehungsweise glaube ich 8 sogar, also das ging sogar, nein, das ging 6 Minuten, ging das wieder. So knappe 6 Minuten, ja, ist ja die Halbzeit 6 Minuten, die 5 oder so. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, ja nee, lädst du nicht hoch, lädst einfach nur die erste Halbzeit. Ich habe hier übrigens mit, ja, Killswitch gespielt, also irgendwie mit dem EMS-System, dann mit diesem Griffin heißt der, glaube ich, und dann mit dem Helikopterschützen werde ich auch erreichen. Und ja, nebenbei noch ganz kurz oben, das Banner, was wir jetzt hier bewerten, nicht vergessen, kommt von einem Designer, einem externen Designer, sage ich jetzt mal, den ich noch gar nicht so kannte, Speedart, Speed nennt er sich, glaube ich, irgendwie sowas. Auf jeden Fall, guckt in die Beschreibung, der ist natürlich ganz oben, schaut bei ihm vorbei, er macht auf jeden Fall richtig krasse Designs, also wirklich, vorbeischauen lohnt sich wirklich, er hat es auch umsonst für mich gemacht, also falls ihr eventuell noch was braucht, eventuell, vielleicht macht er es für euch ja auch umsonst, aber wirklich auch vorbeischauen. Und ja, heute, wie ihr es in der Überschrift gelesen habt, kriegt ihr die reine, den reinen Orgasmus, beziehungsweise die reine, ja, oder? Ja, ihr kriegt den reinen Orgasmus, ja. Und zwar von mir, erstens wegen Ghost, ja, wegen diesem Beast-Gameplay, nein. Oh Gott, war der schlecht. Beast-Gameplay, Alter, Leute, was geht mit mir denn ab? Das ist ein Beast-Gameplay, das schwöre ich euch. Nee, Spaß, auf jeden Fall wegen diesem Gameplay hier, erstens, zweitens, ja, halt Ghost, ne? Drittens, Alter, was geht ab mit euch, wirklich? Ihr seid irgendwie ein bisschen krank, habe ich das Gefühl. Und zwar, ich möchte euch mit euch mal ein bisschen darüber labern, was mit euch in letzter Zeit eigentlich abgeht. Ja, ihr seid gemeint, ihr Abonnenten. Und zwar, ich gucke mir so meine letzten Videos an und ich merke so, ich kriege ja nicht mal 300 Views auf ein Video mit 1500 Abonnenten. Ah, das ist irgendwie doch schon ein bisschen peinlich, würde ich mal behaupten. Und ich wollte jetzt einfach mal fragen, Leute, was ist los? Was mache ich falsch? Habe ich mich irgendwie verändert? Habe ich nicht mehr Gameplay-Standard von früher? Habe ich meine, ja, Kommentierart, ja, sage ich mal, verändert? Oder generell ist irgendwas anders geworden auf meinem Kanal, außer dass ich jetzt nicht mehr so viel uploade? Ich weiß ganz genau, andere Leute können euch besser unterhalten. Ich bin nicht so wie ein Visca Barca oder Marcel Scorpion. Ich kann nicht jeden Tag einfach ein Video hochladen. Ich lebe nicht von YouTube. Nebenbei habe ich auch noch Schule. Nächstes Jahr ist mein Abschlussjahr und gerade deswegen sollte ich mich in der Schule anstrengen. Ich meine, Schule ist nicht wirklich, ja, nicht wichtig. Also es ist eigentlich schon ein wichtiger Punkt im Leben, habe ich mittlerweile auch kapiert. So ist nicht und ich kann einfach nicht jeden Tag Gameplay raushauen oder Live-Commentary oder jedes Mal Triple-Nuklear oder Double-Nuklear, so wie es manche Clan-Kanäle machen, ja. Wie auch immer, habe ich heute auch so einen Spruch gelesen. Ganz kurz hier zu einwenden. Beim Ruin-Clan, ne, ich guck da so, dann stand da so Triple-Nuklear und dann unten in den Kommentaren, ja, Ruin-Clan, Triple-Nuklear, einen Tag, anderen Tag, nächsten Tag, ne. Und bei Apokalypto, auf dem Clan-Channel, Triple-Nuke-Fail. Und bei euch ist der Standard. Ja, auf jeden Fall richtig nice. Richtig fertig gemacht, diesen Clan. Nee, Spaß, auf jeden Fall. Hat sich irgendwas verändert, beziehungsweise soll ich irgendwas verändern? Bringe ich die falschen Gameplays, spreche ich keine Themen mehr an oder soll ich, ich habe schon mal wirklich daran gedacht, ich verkaufe, ja, was heißt ich verkaufe? Ja, ich verkaufe eigentlich wirklich alles. Ich verkaufe mein Triton, meine Playstation, meine Elgato. Ich habe hier nebenbei noch eine PS4, die behalte ich als einziges, mein Kommentiermikrofon und höre dann komplett auf mit YouTube. Oder eine andere Sache wäre nochmal, dass ich einfach nur noch als Free-to-Use-Gameplay-Kanal dastehe, weil ich merke immer noch, dass die Double Morb auf Terminal mit der MP7 90 zu 8 oder 90 zu 2 war, ich weiß jetzt nicht ganz, was das war, kommt immer noch relativ gut an, obwohl ich das schon, ja, vor mehr als 8 Monaten, 9 Monaten oder 7, 8, 9 Monaten hochgeladen habe.
Auf jeden Fall schreibt es mir bitte mal in die Kommentare. Da wäre ich dann mein nächster Punkt. Also auf jeden Fall mal bitte Kommentar hinterlassen, genauso wie ein Like. Wie ihr mir helfen könnt, natürlich auch das Video teilen, sowohl auf Facebook wie auch auf Twitter. Und ja, damit bin ich eigentlich schon raus. Ich wollte das eigentlich nur ganz kurz angesprochen haben. Und ja, wenn ich irgendwas verändern soll, schreibt es einfach rein oder schreibt mir eine private Nachricht oder addet mich bei Skype. Oder ja, schreibt mit mir bei Facebook, sowohl die Abonnentenseite als auch mein normaler Account, also mein Facebook-Account für den Channel ist hier verlinkt. Und ja, haut rein, bis zum nächsten Mal, eure Benalix. Tschüss.